Im letzten Part hatten wir ein Happy End. Also wenn man den Schalker-Save nach den endlichen Verzweiflungen als Happy End zählen kann. Aber ich würde schon sagen, dass es ein Happy End war. Nur, ihr kennt gute, ihr kennt schlechte Filme und nicht in jedem guten Film gibt es immer ein Happy End. Aber was wäre, wenn es doch ein Happy End gibt? Ob das jetzt so ist oder nicht, das lasse ich einfach mal im Raum offen und ihr könnt das selber herausfinden. Heute transportieren wir Schalker ohne Ende und vielleicht produzieren wir auch welche. Viel Spaß mit dem Video. Wir sind jetzt gestern stehen geblieben, nachdem wir dezent verzweifelt sind, würde ich sagen. Mit den Schalkern, das, was da gestern auch immer war. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, hust, hust. Haben wir hier eine Schalker in den Nether bekommen. Erst in die Oberwelt, danach in den Nether. Und die ist jetzt hier. Die chillt hier, die sieht mich gerade noch nicht. Ich weiß gar nicht, irgendwie sieht die mich halt durch Glasblöcke einfach nicht. Kaum ist sie dumm. Und diese Schalker müssen wir heute zur Schalker-Farm bringen. Denn wir müssen hier mit der Schalker einmal durch irgendein Portal. Ich weiß aber nicht, ich denke mal, durch das hier werden wir mit der gehen. Ja, die muss halt hierher gebracht werden über Schienen, ist klar. Müsste die hier irgendwo spawnen. Dann würde ich hier erstmal im Kreis fahren und wir werden uns dann die wunderschöne Activator Whale oder die Activator Whale, die wunderschöne Schalke abzwangen und dann darf die Schalke einmal nach hier drüben. Hier fährt die dann lang und setzt sich dann ganz vorne hin zur ersten oder zum ersten Farmabteil im Prinzip. Das wäre hier vorne. Dieses erste Farmabteil, wo die dann ist, da dupliziert die sich. Im Idealfall oder in der Idealvorstellung teleportiert die sich dann hier hin oder die duplizierten Schalker teleportieren sich hier hin, sahen sich hier auf, ich aktiviere die Glock und dann wird alles einsortiert und die Farm funktioniert danach. Dass das bei uns nicht immer nach dem Idealfall verläuft und dass es immer mal irgendwelche Komplikationen gibt, sollte klar sein. Ich hoffe aber einfach mal, dass wir bei dieser Farm tatsächlich, auch wenn es ein Wunder wäre, nicht groß was falsch gemacht haben, sondern einfach alles auf Anhieb sofort funktioniert. Das ist ja natürlich das Beste. Wird aber safe nicht so klappen. Ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich sage euch meine Vorstellung, was jetzt ablaufen wird. Dass wir die Schalker versuchen zu transportieren. Wir bringen die Schalker hin. Und wenn die Schalker einmal vor Ort ist und da steht im Prinzip, wird die sich irgendwo hin teleportieren, wo wir tatsächlich nicht Spawn-Proof gemacht haben. Weil wir nicht dran gedacht haben, Digi. Und dann sind wir gefickt. Dann komm mal her. Dann ziehen wir jetzt die Strecke nach da hinten. Und ich hoffe, das funktioniert. Wir haben jetzt, by the way, das Schienensystem hier fertig soweit. Ich glaube auch drüben, warte, wir müssen aber noch die Activator Whales einmal auf der anderen Seite abbauen, dass die Schalker wirklich nicht aus dem Minecart teleportiert wird oder so. Und wenn wir das haben, können wir sie, glaube ich, durchschicken. Ah, nee, warte. Oh, stimmt, hier war ja was. Das muss ja, das muss ja so, oh mein Gott, daran habe ich gar nicht gedacht. Die Schalker muss ja über Activator Whales im Prinzip rausgebracht werden. Anders geht es ja sonst nicht. Also die muss ja hier lang kommen und dann hier über die Whale fahren, damit die hier ins Portal geschossen wird oder geschubst wird. So, warte mal, das. Die Activator Whale muss jetzt hier erstmal weg. Das tun wir mal so, dann kann die hier nämlich hin und her geschossen werden einfach, oder? Obwohl, die kommt ja eh, kommt die hier rauf oder oben? So kann sie sich vielleicht an das Glas teleportieren. Na, dann baue ich das hier einfach komplett ab. Ah nee, das geht ja auch nicht. Hier in der Overworld sollte soweit alles klappen eigentlich. Der Schalker steht in dem Portal, wenn sie durchkommt und dadurch teleportiert sie sich nach oben zu dem Minecart-System, wenn die Killing Station gespawn-proofed ist. Okay. Okay, dann ist alles gut, dann war ich bescheiden. Dann können wir ja jetzt die Schalker finally holen. Also, wir holen jetzt eine Schalker. Die Schalker haben wir ja schon im Nether stehen und diese Schalker wird sich dann hier in dieses Portal teleportieren, also durchs Portal durchkommen. Und dann ist sie im Prinzip in diesem Portalblock, in diesem Nether-Portalblock. Danach wird sie sich, weil sie in einem Block ist, zu der nächsten freien Stelle, wo sie hin teleportieren kann, hin teleportieren. Das wäre dann hier drüben. Dann ist sie hier erstmal schon ihre Eierstücke und wir lassen hier unten oder hier aus diesem Ding ein Minecart dispensen. Vorher machen wir jedoch, also bevor wir das Minecart dispensen, dort unten den Schalter, den müssen wir umlegen. So, dann kommt hier das Minecart raus, fährt los, nimmt die Schalker mit und dann wird die Schalker hier ordentlich einsortiert. Theoretisch müsste die dann direkt sich anfangen zu duplizieren und die Farm müsste allmählich ins Worken kommen, starten. Es müssten immer mehr, also rein theoretisch müssten immer mehr Dings produziert werden, immer mehr Schalker und dann auch irgendwann Schalker-Trails, die halt aus den toten übrigen Schalkern rauskommen. So, also jetzt geht's wieder los. Wir brauchen einmal keine Rüstung bitte, außer die Lytra, die ist fein. Totem, Seal Potions haben wir, Trank der Unsichtbarkeit haben wir. Check, check, check. Ein Pfeil wäre vielleicht noch sinnvoll, bevor wir dann losgehen, so richtig. Und nochmal ein Totem mehr. Auf Safety First Basis. Und so dürfte uns Real Talk nichts passieren. Hier haben wir noch Pfeile, genau, dann nehmen wir die mit. Okay, dann haben wir alles. Der schießt auch ohne Probleme. Dann holen wir jetzt finally die Schalker. Bitte funktionieren nicht so dreist, Chat. So dreist an jeden, der Nein gesagt hat und jetzt so hofft, dass es nicht funktioniert. Wir brauchen, by the way, noch eine Dings. Einen Minecart.
Das wird jetzt sehr spannend. Oh, ich bin so aufgeregt, Digga. Ich bin so aufgeregt. Abmarsch. Let's go. Die Schalker ist am Fahren, Jungs. Junge, ich hoffe über alles, dass sie funktioniert. Die legendäre Schalker. Boah. Junge, das sieht ja auch krank aus, oder? Wenn man das jetzt so sieht. Tschüss. Heftige Aufnahme einfach. Ab dafür. Okay, okay, sie ist drinne. Sie ist drinne, sie ist drinne, sie ist drinne. Oh, ich bin so aufgeregt, Digga. Ich bin so aufgeregt. Okay, okay, sie sitzt. Sie sitzt schon mal am richtigen Ort. Das ist gut. Warte, wir gehen vorher noch ins Bett. Die kann ja bei Tag nicht sterben. Ist ja egal, ob Tag oder Nacht. Es sieht nicht schlecht aus, Digga. Es sieht nicht schlecht aus. Sie hat sich schon mal wenigstens nicht irgendwo hin teleportiert, wo wir es nicht geahnt haben, dass sie hingehen wird. So, und dann jetzt finally. Ganz, ganz finally, Jungs. Wir müssen natürlich danach auch erstmal abwarten, ob auch die anderen Stationen ordentlich funktionieren. Aber das hier ist jetzt erstmal der Main Point. Ich sehe es nicht. Oh, scheiße. Scheiße, sie ist weg. Scheiße, sie ist weg. Nein, sie ist weg, Digga. Wo ist sie hin? Oh nein, wir haben irgendeinen Block vergessen, Spawn zu proven. Digga, oh nein. Och, Digga, wo ist sie denn jetzt hin? Hä? Das kann passieren, die ist im Nether. Wie, die ist im Nether? Wir gucken mal im Nether. Ah ja, die ist hier. Oh, 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 oh. Alles saved. Ja, die chillt hier. Hä? Aber das ist jetzt, die hat sich wahrscheinlich wegteleportiert, weil die low ist. Es ist bisher kein Farming-Fehler, Jungs. Es ist kein Farming-Fehler, sondern einfach nur ein Fehler von der Schalker. Das war wieder so ein richtiger Relation-Moment. Alle so voller Spannung, Junge. So 100 Leute vor den Monitoren und denken sich so, Bruder, Relation. Bitte funktionier jetzt. Funktionier nicht, funktionier. Und am Ende teleportiert die scheiß Schalker sich weg, weil sie zu low ist. Unfassbar, ey. Unsichtbar mit Level 5000 in der Villager Trading Hall. Das sieht so aus, als wärst du bei irgendeinem amerikanischen YouTuber, der Minecraft Hardcore spielt. Und der hat so eine richtig legendäre Welt, die so Millionen Leute kennen, so seine Videos und so. Wisst ihr, wie ich meine? So sieht es einfach aus. Jetzt. Ab dafür. Jetzt aber ab dafür. Also ich schmeiß den jetzt einmal mit ein paar Healing Pots ab, damit der junge Mann regeneriert hoffentlich. Also die hat er 100% ja bekommen. Nochmal. Und dann schicken wir mal hier aus dem Minecart-System ein paar Minecarts los. Let's go. Zack. Rum, raus. Perfekt. So, let's go. Okay, die ist wieder da oben. So, Versuch Nummer 6. Wir tryen es auf ein neues. Und inshallah, sie teleportiert sich jetzt nicht davon. Zack. Bitte, 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 bleib da, bleib da, bleib da, bleib da. Ha, 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 ha. Ja, 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 ja. Ja, da war die nächste. Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Soll ich in Nether? Soll ich in Nether? Wo soll ich hin? Wo soll ich hingehen? Scheiße, darauf war ich nicht vorbereitet, dass es jetzt geht. Soll ich jetzt in Nether? Stopp, stopp, stopp. Wir machen noch nicht auflösen, Mods. Wir wissen noch nicht hundertprozentig, ob es geht oder nicht. Weil ich muss in Nether. Ich muss es ja einschalten. Ich muss es einschalten irgendwie. Ich muss so oder so in Nether kurz. Kann ich kurz in Nether gehen? Ja, ne? Die despawnt ja nicht. Okay. Okay. Alles gut. Oh, oh, Jungs, Jungs, Jungs. Guckt euch das mal an, wie viele hier sind. Das schmeckt. Dann an den Scheiß. Und ich muss jetzt als allererstes... Hä? Oh nein, oh nein. Ein paar Blöcke waren nicht spawnproof. Zwei Blöcke sind nicht spawnproof. Hier hängen ein paar Schalker falsch. Egal, ich glaube, das ist jetzt erstmal nicht schlimm, oder? Jetzt ist halt die Frage auch mit dem Loading System. Okay, da ist die nächste. Oh! Jungs! Wir warten noch, wir warten noch. Oh, 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 oh. Jetzt kann das hier aktiviert werden, die Glocke. Dann machen wir die jetzt an. Oh, 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 Jungs. Zack. Zurücklehnen und genießen, Digi, wie die jetzt abtransportiert werden. Bis ein so ein Ding kommt. So, da ist jetzt die nächste und die müsste jetzt sich da einlagern. Und jetzt müsste die Kurve... Genau, jetzt hat sich die Kurve umgestellt. Genau richtig. Genau richtig. Und jetzt ist da eine eingelagert und in der Zwischenzeit werden noch mehr produziert. Oh, oh, oh. Das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus. Okay, jetzt ist die zweite auch am Laufen. Warte, wir gucken mal, ob das so funktioniert mit der zweiten. Oh, 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 Jungs, oh, Jungs, 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 Abfahrt. Zweite Modul läuft. Und oh, hier haben wir auch einen Block vergessen zu spawnproofen da unten, guck mal. Oh, 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 soll ich die töten, soll ich die töten, soll ich die töten? Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, Digga, war ein Fehler, war ein Fehler, war ein Fehler, war ein Fehler. Nö, ach nö, nee, Digga. Nee, ich kann die ja nicht mal abschießen, was ist denn das für ein Rotz?
Nee! Nee, was soll denn das, Junge? Wie soll ich nach Hause kommen? Stell die Farm aus. Wo denn? Wo denn? Stell die Farm unten am Knopf aus. Ansonsten kommen immer mehr. Okay. Okay, 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 mach ich. Okay, erledigt. Ach du Scheiße, wir sind so am Arsch, Digga. Die töten sich einfach von alleine, weil das Massen. Das sind Massen, Digga. Weil die da durchkommen, weil die Farm jetzt schon zu produktiv ist. Das müsst ihr euch mal geben, Digi. Jetzt ist die Farm aus, glaube ich. Oder? Och nee, habe ich die Farm jetzt so unausschaltbar gebaut? Heißt, sie duplizieren sich jetzt so unendlich viel. Was ist, wenn wir hier aktivieren? Ah, die hier ist jetzt zu. Okay, warte. Hör mal auf. So, hier ist jetzt auch vorbei. Okay, alles gut. Und halt das Redstone. Irgendwas bei dem Redstone läuft auch nicht. So, hier ist jetzt auch die Trap davor. Digga, was passiert denn hier, Digga? Was passiert hier? Ich weiß echt nicht, ob das so gut ist alles. Oh, fuck, hier haben wir auch vergessen, einen Block spawnproof zu machen. Wir haben so viele Blöcke vergessen, spawnproof zu machen. Dein Portal-Linking ist falsch. Nee, sag nicht, mein Portal-Linking ist falsch. Mal jetzt nicht den. Ich glaube, meine Portale sind einfach voll. Sofort das Minecraft-System in der Overworld ausstellen. Yo. Erledigt. Irgendwas läuft mit der oder mit den Schalkern hier falsch. Da ist irgendwas ganz Katastrophe. Es ist irrelevant, wie voll der Nether ist. Wenn, würden die Schalker im Nether sterben, weil es zu viele sind. Deshalb kommen Schalker durch. Also ich würde jetzt eigentlich hier Minecart setzen und die werden sich ja dann von alleine aufs Killing-System System teleportieren oder nicht, wenn die eingesammelt werden. Und dadurch würden die sich alleine nach und nach töten. Ja, das mache ich einfach, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass das funktioniert. Och nee. Digga, du willst mich doch verarschen. Also, irgendwie habe ich heute kein Glück mehr. Ach so, warte. Oh mein Gott, fehlt da die Dingsschiene? Da fehlt, glaube ich, die Schiene, dass sie sich rausplacen, ne? Die Activator Whale. Das ist... Ach man, das ist wieder so ein Scheiß, Bruder. Und den müssen wir jetzt töten. Oh, Digga, willst du mich verarschen? Oh, Mann. Es macht so keinen Spaß, Alter. Es ist so scheiße. Es ist so erniedrigend und bitter. Es ist so dreckig, Digga. Dieses Scheißspiel. Junge, wie kann man denn so einen Dreckmist fabrizieren, Alter? Meine Fresse, wie soll ich denn aus der Situation rauskommen? Digga, 5 Stunden Arbeit, 12 Stunden gebraucht und jetzt 5 Stunden wahrscheinlich dazu wegen einem kleinen Fehler. So ein dicker Scheiß. Meine Fresse. Geht das jetzt mit dem Killing System? Ja, oder? Ich glaube, jetzt geht das, Jungs. So, und was mache ich jetzt mit den Dingern, die da unten gespawnt sind? Der sammelt ja die Dinger, die da unten sind, nicht auf. Fehlt da auch eine Activator Whale auf der Schiene oder was? Da fehlt doch locker auch eine Activator Whale, weil da dieses Ding fehlt. Oh, scheiße. Och, f*** dich. Ich will sterben. Ich bekomme durch diese Welt mehr als... Ach, du Scheiße, Digga. F*** euch doch einfach alle. Ich bin an meiner äußersten Grenze gerade. Och, Digga, ihr wollt mich doch verarschen. Ihr seid so eine Hosenscheißer. Du, ihr seid so... Ach, du... Ja, Jungs, alles gut. Alles gut, Mann. Alles gut. Ist okay. Ist okay. Ist okay, ich mach nichts. Ach, alles gut. Euch doch einfach alle. Ach nee, darauf habe ich ja gar keine Lust, Mann. Ach, was ist denn das für ein Hosenscheißer Kack hier? Ja, ach, ist okay, Mann. Raff dich per Mümmi, ich bann dich gleich. Ich bann dich gleich, eigenhändig, permanent. Jetzt auf ein neues. Wagt es euch, mich abzuschießen. Ihr seid so eine. Ihr seid alles so eine. Ihr seid so eine. Ihr seid so eine. Ach, Digga. Ach, Digga, was? Ich war doch nicht mal einen Block an euch dran. Ich war... Ach, jetzt ist da auch noch einer. Nee, okay, alles gut. Ist es eine Schalkerkiste? Hier ist eine Schalkerkiste, alles gut. Ich dachte schon, es ist ein Schalker. Danach habe ich alle Schalker mega aufwendig getötet und die fehlenden Blöcke gespawnproofed. Das gleiche im Nether. Ja, ich würde jetzt einfach erstmal alle töten und dann lassen wir es erstmal so, Jungs. Und dann gucken wir, wie wir die Portale verschieben müssen und wo unser Fehler liegt. Guck mal, es sind ja jetzt alle down erstmal, ja. Perfekt, dann gehen wir jetzt auf die andere Welt und checken da einmal... Oh, yo, 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 au! Der, was ist denn hier los? Ja, ist gar nicht buggy oder so. Alles gut, Jungs. Komm, mach weg hier den Mist. So, ab dafür. Easy going. Die lassen wir jetzt erstmal da unten. Wir gehen jetzt kurz auf die andere Welt und checken einmal, was wir falsch gemacht haben mit dem Verschieben der Nether-Portale. Es folgte extrem viel Koordinatenmathematik. Nach über 45 Minuten kamen wir auf das Ergebnis.
Das ist nämlich der Fehler. Wir haben das Portal auf den Originalkoordinaten gebaut und wir hätten eigentlich das Portal 9 Blöcke nach da verschieben müssen. Wir hätten 9 Blöcke weiter in die Richtung gehen müssen, damit das, oder? Warte. Ja, nee, nicht 9 Blöcke, sondern 6. 6 Blöcke. Wären wir 6 Blöcke mit dem Portal weiter nach da gegangen, hätte alles funktioniert. 6 Blöcke, Jungs. 6 verfuckte Blöcke. 6. Nice, erstmal alles umbauen, ja. Es ist eine absolute grauenhafte, super grauenhafte Show hier, was hier schon wieder abgeht. Ich könnte im Strahl kotzen. Ich weiß gar nicht, ob ihr alle Momente miterlebt habt oder nicht, weil es halt einfach wirklich zum Kotzen ist. Ich habe jetzt das Problem herausgefunden und die Portale müssen so synchronisiert sein, dass die Schalker in das eine Portal gehen und an dem anderen rauskommen. Und jetzt ist es so, dass die Schalker zwar teilweise in das Portal gehen und an dem anderen rauskommen, aber auch teilweise bei dem Portal, wo sie reingehen, rauskommen. Und das darf nicht passieren, aber das passiert leider, weil die Portale hier um 6 Blöcke hätten weiter dastehen müssen. Und das ist der Fehler. Jetzt seht ihr, die komplette Konstruktion muss jetzt 6 Blöcke weiter nach da verschoben werden. Bedeutet, im Umkehrschluss werde ich das gesamte System abbauen und das gesamte System 6 Blöcke weiter in dieser Richtung da hinten bauen. Ist sehr cool, macht richtig Spaß, da wird man auch richtig glücklich. Wisst ihr, wie ich meine, das ist sowas, da motiviert das Game, das motiviert einen richtig, dass man das dann am Ende auch durchzieht, hus hus. Heißt, inshallah, wir holen danach nur noch eine Schalker und die macht dann den Rest. Wir haben das Ganze jetzt hier neu verbaut, oder neu gebaut, 6 Blöcke verschoben, ne, so wie gesagt. Und wir haben auch hier nochmal ein bisschen länger das gebaut, damit die halt wirklich 15 Sekunden unterwegs sind. Ich habe jetzt gerade innerlich ein bisschen Angst, dass es doch keine 15 Sekunden sind. Wäre ultra cool, wenn wir einmal 2 Timer hätten. Ich brauche 2 Leute, die sich einmal für einen Timer melden. So. Start 1. Start 2. Also das eine Marker ist auf jeden Fall wesentlich schneller. Hier ist es eine. Stopp 1. Und Stopp 2. Bitte sagt, es waren mehr als 15 Sekunden. 19 Sekunden, okay. Ja, sogar relativ viel länger, ne? Ja, alles gut, super. 2 ist 22 Sekunden sogar, okay, chillig. Ja, na, das ist doch perfekt. Genau so soll es nämlich sein. Dann bauen wir hier noch die Redstone ab. Wir brauchen noch ein extra Portal, damit das, was beim letzten Mal passiert ist... Ach, alles gut, fickt euch doch einfach alle. Nicht nochmal passiert. Das ist ganz wichtig, sehr, sehr wichtig. Vielleicht sehen wir in der nächsten Folge eine funktionierende Schalker-Farm und eventuell auch was ganz anderes Besonderes. It looks like you lost him.